So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge 7 Days to Die. Ja, ich habe zwischen den Aufnahmen kurz mal ein PC neu starten müssen. Keine Ahnung, was war. Auf jeden Fall sind die Frames jetzt ein bisschen besser. Obwohl meine CPU-Auslastung doch noch relativ hoch ist. Ich habe keine Ahnung, was der Kumpel momentan hat. Auf jeden Fall gefällt mir das überhaupt nicht, dass der so rumspinnt. So. Du bist schuld. So. Gut, die Schwester ist auch von gestern. So. Ja, ich würde sagen, ich erkunde jetzt einfach mal ein bisschen weiter die Gegend. Was noch relativ geschickt wäre, wenn wir ja relativ zeitnah eine Stadt finden. Schauen wir mal hier kurz auf die Map. Ja. Ah, da hinten geht der Weg entlang. Den wollte ich. Ist es der? Nee, das ist nicht der. Naja, gehen wir mal da oben entlang. Da ist ein Haus. Sehr schön. Ist aber nicht das Haus, wo wir schon waren. Nee. Ist es nicht. Ja, da werden jetzt wieder ein bisschen Gesellschaft auf uns warten. Aber das ist ja kein Thema. Die machen wir einfach weg und dann ist es gut. Ja, da die nächste Schwester. Hallo, Schwester. Hey! Ah, ist gar nicht lustig, wenn ich blute. Hallo? Ah. Naja, Zeit für ein Nest ist immer. Ja, okay. Und ein bisschen Pillen, das ist ganz gut. Die nehmen wir gleich mal. Ja, der Holzknüppel, der scheint doch mittlerweile besser zu sein als dieser Eisenknüppel. Jo. Mensch, hier sind ja alles voll mit Frauen. Und dahin kommt auch einer. Nein! Meine Ausdauer ist weg! Das finde ich gerade gar nicht gut. Wie machen wir das? Komm jetzt! So, ich muss hier weg. Ich muss hier erstmal Ausdauer regenerieren. Das geht so gar nicht. Ach ja, ach ja. So, Mikro hängt mir ein bisschen weit im Gesicht. So. Auf Insane wären wir jetzt schon lang tot. Das war's mit dir. Du blöder. Ja, mit zwei Leben überlebt. Eigentlich nur mit einem. Okay, ja, die brauchen wir eigentlich nicht, aber ich nehme jetzt hier alles mal mit. So. Ganze zwei Lebenspunkte. Ja, es sind doch schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen für die Apokalypse hier. Mensch, das mit der Ausdauer, das ist ein bisschen nervtötend. Nehme hier mal die Minen mit rein, nur zur Sicherheit und ja. Zwei von diesen weißen. Wo ist der? Ach, das ist so ein Kriecher. Ja. Ich mache jetzt hier mal aus den Kotten zumindest ein bisschen Verband. So, Craft. Ich meine, wenn wir getroffen werden, sind wir Matsch. Das ist jetzt nicht das Thema, aber ja, Verband zu haben ist nie verkehrt. So. Ne, ich lasse den hier mal. Ich lasse den hier mal rumkriechen. Schau ich lieber mal hier rein, was hier so abgeht. Es ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ist hier frei? Ja, hier ist frei.
Ja. Hallo? Der eskaliert hier im Wohnzimmer. Okay. Ja, Level up. Hier ist doch noch mehr los als geplant. Da ist die nächste. Vielleicht hat die ja Pillen dabei. Ja, meine Ausdauer sieht schon wieder sehr bescheiden aus. Oh, ich muss, glaube ich, unbedingt irgendwas Knüppeltechnisches skillen, wobei ich dann später aufs Messer umsteige. Das gefällt mir doch besser. Okay, gut. Komm, gib mir Pillen. Ja. Hallo? Sind zwar die falschen Pillen, aber okay. Geben zumindest ein bisschen Wellness. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was looten. Ah, da komme ich nicht durch. Schade, schade. Vielleicht gibt es was im Kühlschrank. Oh, leere Gläser, toll. Und die erste Ranch. Ja, bescheidene Quali, aber zumindest kriegen wir da das erste Leder und vielleicht auch ein paar Kabel aus dem Auto raus. Wenn wir das dann später brauchen, dann, ja, dann haben wir es zumindest mal. So, oh, Nägel. Alles Sachen, die die Welt nicht braucht. Aber wirklich alles. Gut, ist nicht umsonst die Mülltonne. Das vor der Tür hört sich nicht gesund an. Das ist sehr schön. Klohammer. Das vereinfacht die Arbeit dann später doch ungemein. Ist da jetzt eine Horde vor der Tür? Warum geht's denn da so ab? Bloodborne-Kit brauchen wir eigentlich nicht. Genauso wenig wie die Dinger ist hier. Oh, auch nichts drin. Ja, viel Glück haben wir hier leider nicht. Vielleicht finden wir im Schreibtisch noch irgendwas Interessantes. Oh ja. Eine Sonnenbrille, die etwas besser ist als unsere. Und das können wir verscrappen. Ein bisschen Papier, was wir leider nicht brauchen. Oh, obwohl, das brauchen wir später für TNT, glaube ich. Ja, ist doch ganz gut, dass wir es mitnehmen. So, was ist hier noch drin? Ah, eine versiffte Matratze und... Naja, den Duster nehmen wir mit, das schmeißen wir weg und das haben wir auch raus. Und vielleicht ist ja am Dachboden noch irgendwas Interessantes. Ich muss bloß aufpassen, dass mich jetzt hier nichts von hinten wegnatzt. Wie gesagt, mein Leben schaut echt bescheiden aus gerade im Moment. Das mit und du raus. So, was gibt's hier oben Schönes? Eine Leiche. Ich finde es irgendwie doof, dass die nicht mal an der Wand lehnen. Das ist, ja. Sollten sie vielleicht in den nächsten Versionen etwas fixen. Das können wir scrappen, das können wir wegschmeißen, mitnehmen und... Ja, die sind deutlich besser als die, die wir anhaben. Wahrscheinlich kriegen wir dann wieder einen halben Hitschlag. Ein Bücherregal, bitte, 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 bitte. Ja, leider nichts. Naja. Alles nicht wirklich interessant. Was gibt es denn hier eigentlich raus? Ja, genau. Das war ja das Stoffzeug. Ja, 13 Uhr. Ich verdünnisiere mich jetzt hier mal aus. Wie ist denn der gestorben? Bist du tot? Ja.
Oh, hat zumindest ein bisschen Klebeband dabei. So. Wir sind hier in der Hütte. Ich würde jetzt trotzdem sagen, ich gehe die Straße hier oben mal entlang. Wobei, wenn wir jetzt hier schon mal auf dem Weg sind, kann ich auch mal gucken, was hier noch so auf uns wartet. Wasser haben wir hier auf jeden Fall schon mal in der Nähe. Das ist gut. Es war ja in der letzten Staffel ein bisschen das Problem, dass wir hier halbe Weltreise machen mussten, bis wir an Wasser gekommen sind. Ja, den Zombie ignoriere ich mal gekonnt. Ah, die kann ich, glaube ich, fest... Ja, hätte ich mir den anderen auch machen können. Oh. Ach, egal. Das Leben ist zu kurz. So. Problem gelöst. Ja, das habe ich befürchtet. Uns ist zu heiß. Das weg, das weg, das weg. Dich kann man verscrappen. Du weg, du weg. Ja, die kann ich eigentlich alle wegschmeißen. Das Bild kommt auch weg. Brass. Naja, ich nehme jetzt mal Brass mit. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob wir das später nicht vielleicht doch noch für irgendwas brauchen. So. Nester nehme ich natürlich mit wegen den Eiern. Sieht die mich? Nee. Doch. Ja, die sieht mich. Ja, und das Military Camp, okay. Das wird jetzt ein kleines Problem, da ein bisschen aufzuräumen. Wohl. Kommt mal alle mit. Kommt mal alle mit hier. Die kalten jetzt ein bisschen zusammen. Du kannst auch noch mit. Ihr dürft alle mitspielen, wenn ihr wollt. Na komm. Und? Ja, das nenne ich doch mal. Das ist ja fast wie beim Bowling. Vier mit einem Schlag. Oh. Seid ihr Zwillinge? Okay. Nummer eins ist weg. Wow. Das war knapp. Da unten ist ein dicker. Ach ja. Das habe ich früher mit meinem Bruder mal gemacht, wenn wir uns gegenseitig gefotzt haben, hier, wie halt das Kind das so machen. Dann sind wir mal um die Autos rumgerannt. Es hätte nämlich immer richtig Ärger gegeben, wenn wir über das Auto drüber gekrabbelt hätten. Okay. Ja. Hast du wenigstens was? Auch nix. Und ihr Kumpels hier? Nix drin. Naja. Hast du was? Auch nix. Was ich mir überlegt habe, aus den Federn könnte ich ja deswegen, auch wenn wir es ja nicht einsetzen, trotzdem Pfeile machen, damit wir Skill bekommen. Da können wir ja die normalen mit den Steinchen machen, das ist ja egal. Aber umso mehr Skill wir haben, umso mehr steigen wir im Level auf. Was wir dann für viele schöne andere Sachen verwenden können. Unter anderem diesen Sexual Tyrannosaurus oder irgendwelche anderen lustigen Sachen. So, dich kann ich scrappen. Nimm mal den Cowboy-Hut mal mit. Vielleicht werden wir irgendwann hier mal auf eine Kostümparty eingeladen. Da können wir dann als Cowboy gehen. Oder wir können auch den Bauarbeiterhelm aufziehen und dann alle ein bisschen YMCA tanzen. Das wäre auch okay. Aber gut, davon sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen entfernt. Oh, schicker Knüppel. Oh nee, da ist unser Tanktop schöner. So. Ist mal sehr entspannt, dass ich alle Waffenteile hier... verscrappen kann.
denn die haben uns ja vorher immer relativ viel Platz weggenommen. So. Du bist leer und das war's dann auch schon mit dem Camp hier. Gut. Das ist Military Camp. Dann würde ich sagen, naja, 16 Uhr. Ich glaube, ich sollte mich mal Richtung Heimweg machen. Aber bevor wir das tun, wir haben doch hier einige leere Gläser. Genau, 11 Stück. Die fülle ich jetzt mal mit diesem ekeligen Wasser voll, dass wir zumindest ein bisschen was abkochen können. Ja, und die schönen Minen, die erfüllen ihren Zweck echt gut. Also, freut mich, dass wir da gleich das Militärlager gefunden haben. So, ein bisschen Feder noch. Oh, Eier, noch schöner. So, und das rote Zeug nehme ich auch mit. Da können wir uns dann auch eventuell Bodenplanken bauen. Ah, probieren wir doch mal einen neuen Knüppel aus. Liegt gut in der Hand, ist ganz angenehm, im Schwung, Gewicht passt. Alles gut. Ah, Gesundheit ist zumindest langsam mal wieder auf 15 hochgekraxelt. Ist jetzt nicht die Welt, aber ja, Kleinvieh macht auch Mist. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So. Ja, Hunger und Durst. Da sollte man uns auch langsam mal drum kümmern. Wenn ich jetzt schon mal hier bin. Oh ne, ich habe gar keine Schaufel. Doch, habe ich. Aber da mache ich mir eine bessere. So. Glas kommt auch weg. Ja, jetzt kann man alles in der Base machen hier. Bisschen Holz noch mit. Können wir dann zumindest über Nacht ein bisschen den Skill nach oben kriegen. Weil Constructing Tools, es geht relativ fix. Jetzt mit dem Clawhammer können wir auch schneller upgraden. Das heißt, die Skill-Ticks dürften auch schneller nach oben gehen. Was dann doch eine recht feine Sache ist. Ja, und wie gesagt, aus den Federn mache ich dann mit den kleinen Steinchen Pfeile. Die haue ich dann weg. Oder vielleicht gehen sie auch sogar verbrennen. Dann haben wir ein bisschen mehr Brennstoff. Was zwangsläufig wichtig ist, aber bevor wir sie wegschmeißen, können wir sie doch zumindest noch ein bisschen in Wärme umwandeln. Ja, und das erste Werkzeug, da können wir uns dann auch mal dran machen. Ein bisschen noch, dann sind wir hier im 200er Bereich. Dann können wir die ersten gelben Werkzeuge herstellen. So, sehr schön. Oh ja. Ach, die Ausdauer. Die gute alte Ausdauer. So, Scrap. Der Rest kommt weg. Ach, der komische Cowboy-Hut kommt jetzt auch weg hier. Gunpowder weg. Das kann man mal hier pflanzen irgendwo. Dass hier in der Zukunft einfach ein bisschen Holz vor der Hütte ist. Die kleinen wachsen und gedeihen auch. Ja. Wir kommen der Sache doch näher. So. Wie schaut's hier aus? Ah, ihr habt keinen Brennstoff mehr. Dann einmal du. Ja, 12 Sekunden brennt so ein Stone Axe. Das wird jetzt einfach hier gesammelt. So. Naja. Euch verheizt sich jetzt alle mal. So. Dann Bottled Water. Bottled Murky Water. Quatsch. So. Gut. Ja, dann hätten wir jetzt halt hier mal so eine kleine Runde hinter uns. Das Zeug, das sortiere ich jetzt alles noch ein. Und wir, liebe Leute, sehen uns leider erst wieder in der nächsten Folge.
Schaltet wieder an, wenn es heißt Let's Play 7 Days to Die. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.